Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie alle herzlich. Mein Name ist Dr. Zoltán Asztalos, ich bin Psychiater und Psychotherapeut, kognitiver Verhaltenstherapeut. Ich werde Ihnen heute unser neues Projekt vorstellen. Also kognitive Verhaltenstherapie online. Ich überlege schon seit langem, wie wir diese Kenntnisse, Informationen breiter machen könnten. Der Bedarf ist riesig, die Not ist riesengroß. Ich sehe, dass das Leid nimmt enorm zu. Und wir möchten mit diesem Projekt den Menschen so gut wie möglich helfen und sie unterstützen. Ja? So, das Projekt ist riesengroß, ziemlich komplex, aber gut strukturiert und thematisch aufgebaut. Ja? Ich werde Sie Schritt für Schritt begleiten während der Therapie. Ich werde Ihnen Anweisungen geben und ich versuche, die ganze so gut wie möglich interaktiv zu gestalten. Ja? So, Sie machen mit, Sie schreiben mit, Sie kriegen Hausaufgaben von mir, ja? über ein paar Monate. Okay, so die Basis der Therapie ist die kognitive Verhaltenstherapie. Wir werden jedoch ganz viele Methoden aus der Schematherapie holen in die Therapie. Wir werden vor allem mit der Gedankenebene, mit der Gefühlsebene, mit Glaubenssätzen, mit Grundglauben und mit Strategien arbeiten, so mit Verhaltensweisen. Ja? Darüber hinaus, ich werde Ihnen auch erklären, was die Substanzunterstützung bringt in die Therapie. Wir arbeiten in der Praxis auch mit Ketamin. Das macht die ganze Arbeit, diese verhaltenstherapeutische Arbeit, easier, einfacher. Aber das werde ich Ihnen rechtzeitig erklären. Ja? Schießen wir einfach los. Was ist unsere Grundlage? Wir sagen immer wieder, die Verhaltenstherapeuten, dass die Situation, die verschiedenen Erlebnisse, Ereignisse und so weiter und so fort nie direkt verantwortlich sind für unsere Gefühle, sondern verschiedene Ereignisse, Lebenssituationen lösen in uns unterschiedliche verschiedene Gedanken aus. Die Gedanken triggern dann die entsprechenden Gefühle. Durch die Gefühle gesteuert verhalten wir uns irgendwie oder verwenden wir eine gewisse Strategie, womit wir dann wieder auswirken auf unsere Situationen oder auf unsere Welt. Man muss immer wieder betonen, und das machen wir immer wieder in der Verhaltenstherapie, dass die Situation selber, so die Ereignisse, sind immer neutral auf Deutsch. Ja. Es gibt nichts Schlimmes. Ja. Alles ist normal. So alles, was passiert mit uns, gehört eigentlich zum Leben. Ja. Und ich muss mich jetzt dann gleich ein bisschen korrigieren. Und das ist die Ergänzung der Verhaltenstherapie mit Schematherapie. Ich muss sagen, dass die Situation, die Ereignisse auch nicht direkt Gedanken auslösen, sondern es werden durch die Situationen, durch die Ereignisse verschiedene Grundglauben oder Glaubenssätze in uns erweckt. Diese Glaubenssätze kommen aus der Vergangenheit. So meistens entwickeln wir diese Glaubenssätze schon in der Kindheit und meistens sind dafür das Verhalten unserer Eltern verantwortlich oder zuständig. Das werde ich Ihnen auch über konkrete Beispiele erklären und erzählen. So, durch diese aktivierte Grundglauben entwickeln wir in den verschiedenen konkreten Situationen die negativen Gedanken, diese automatischen negativen Gedanken, dadurch die Gefühle.
Und letztendlich durch die negativen Gefühle gesteuert, verhalten wir uns meistens dysfunktional, das heißt nicht zielführend. Und mit diesen dysfunktionalen Strategien werden wir unsere Welt so gestalten, dass die negativen Glaubenssätze, die negativen Grundglauben immer wieder bestätigt werden. So, das ist ein Teufelskreis letztendlich. Ja? So, die immer neutrale Situation löst oder weckt Grundglauben oder negative Glaubenssätze in uns. Dadurch entwickeln sich in uns unsere automatischen negativen Gedanken, dadurch die negativen Gefühle. Dadurch verhalten wir uns dysfunktional und wir gestalten unsere Welt so, dass die Negativität, die negativen Glaubenssätze, die negativen Grundglauben letztendlich immer wieder bestätigt werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ja? Wir haben das Grundglauben. Zum Beispiel, ich bin wertlos und überflüssig. Wenn ich die Unterstützung brauche, ist keiner da. Oder die anderen sind nicht zuverlässig. Oder ich kann mir nie sicher sein, ich werde immer wieder verlassen. So, solche Grundglauben entwickeln sich meistens schon in der Kindheit durch solche Elternverhalten, wie zum Beispiel die Eltern waren kalt, oder im Verhalten wechselhaft. Oder die Eltern haben mich oft allein gelassen. So, es gibt dann später im Leben eine Situation oder Ereignis, zum Beispiel Trennung oder Scheidung, welche diese Art von Grundglauben ziemlich intensiv erwecken. Ja? So, durch die Trennung, durch die Scheidung werden diese Grundglauben aus der Kindheit wieder aktiv. So, das heißt, ich bin wertlos und überflüssig. Ich bin alleine, wenn ich die Unterstützung brauche, ist keiner da. Die anderen sind nicht zuverlässig, ich kann mir nie sicher sein, ich werde immer wieder verlassen. Dadurch wiederholen sich oder kommen solche Gefühle hoch wie allein, alleingelassen, wertlos, nicht geliebt und nicht liebenswürdig. Ja? Dadurch werden wir dysfunktionalen, durch diese negative Gefühle gesteuert, werden wir dysfunktionale Strategien verwenden, meistens. Wie sind die? Zum Beispiel, ich verwende eine Unterwerfungsstrategie. Oder ich verhalte mich in dem Sinne, dass ich zulasse, dass ich schlecht behandelt werde. Oder ich sorge nicht gut für mich. Oder ich verwende eine Vermeidungsstrategie, dass ich mich zurückziehe. Oder ich verwende eine Überkompensationsstrategie, dass ich mich zu stark an den anderen klammere. Oder ich verwende wieder eine andere Unterwerfungsstrategie. Ich bin ängstlich und eifersüchtig in Beziehungen. Oder ich verwende eine Vermeidungsstrategie. Durch solche Grundglauben und durch solche Glaubenssätze gesteuert, wie ich gehe nicht in neue Beziehungen ein. Oder ich verwende eine Überkompensationsstrategie. Heißt, ich breche Beziehungen ab, bevor der andere geht. Was passiert durch die Strategie oder durch die Verwendung der Strategie? Ich werde so gestalten, meine Welt, dass das Grundglauben, der negative Glaubenssatz bestätigt wird. Was bedeutet das? So, das Grundglauben, ich bin wertlos und überflüssig. Ich bin allein, wenn ich die Unterstützung brauche, ist keiner da. Die anderen sind nicht zuverlässig. Ich kann mir nie sicher sein, ich werde immer wieder verlassen. So, diese Glaubenssätze werden bestätigt. Was passiert dadurch? Die Gefühle, die negativen Gefühle wiederholen sich und kommen immer öfter, immer häufiger hoch. Allein, alleingelassen, wertlos, nicht geliebt und nicht liebenswürdig. Ja? Was passiert dadurch? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder mit dysfunktionalen Strategien arbeiten werde, ist groß. Warum? Weil ich dafür zumindest vorübergehend kurzfristig Belohnung bekomme. Ja?
So alle der dysfunktionalen Strategien haben leider Vorteile für uns. Wir heißen die Belohnungen in der Verhaltenstherapie, zum Beispiel durch Vermeidung. Vermeidung in dem Sinne, dass ich mich zum Beispiel zurückziehe, durch solche aktive Grundglauben gesteuert. Oder Vermeidung ist, dass ich nicht in neue Beziehungen reingehe. Ja, was kriege ich dafür vorübergehend und kurzfristig? Was ist die Belohnung? Ich bleibe innerlich ruhig, die Gefahr, dass ich mich oder die anderen enttäusche, ist weniger, die Verletzungsgefahr ist weniger und so weiter und so fort. Ja? So diese Belohnungen für die dysfunktionalen Strategien machen uns süchtig. So einerseits durch die negativen Gefühle gesteuert und weil ich vehement nach Beruhigung gehe und ersuche, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der dysfunktionalen Strategie arbeiten werde, in meinem Alltag immer größer und immer größer. So, das ist tatsächlich dieser Teufelskreis. Was werde ich mit Ihnen machen? Das ist nochmal so ziemlich komplex und zuerst erscheint so ein bisschen kompliziert, aber irgendwie und irgendwo fangen wir damit an. Ich werde Ihnen zeigen, so, welche Grundglauben haben Sie aktiv in sich oder oft aktiv in sich. Was haben Sie in sich aus der Vergangenheit? Meistens durch die Erziehung, durch unsere Eltern, aber es können auch andere Ereignisse sein. Ich meine Mobbing oder später im Leben so Krisen, Verlust der Arbeit oder Verlust von jemandem oder Scheidung, Trennung und so weiter und so fort. Ja? Diese Grundglauben und diese Glaubenssätze sind ziemlich genau und ziemlich konkret. Ja? So, wir werden nicht so diffus und nur intuitiv arbeiten, sondern wir werden einfach sehen, was es gibt. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie praktisch schon durch die Gefühle, allein die Gefühle, sich identifizieren können, diese Grundglauben, so welche Grundglauben aktiv sind in sich. So, die Grundglauben sind immer mit bestimmten Gefühlen in Verbindung. Das bedeutet, wenn ich mich zum Beispiel ängstlich oder traurig oder unter Druck gesetzt, bedroht, verletzlich oder hilflos und hoffnungslos fühle, dann weiß ich, dass ich mit solchen Grundglauben aktiv bin, welche zu dem Bereich Nummer 2 gehören, so Kontrolle, Autonomie und Leistung. Solche Grundglauben befinden sich hier, wie zum Beispiel, alle anderen können das besser. Oder ich werde das nie schaffen. Oder wenn man solche Gefühle spürt in sich, wie Versagensgefühle, Schuldgefühle, selbstkritische Gefühle oder Scham, dann kann man davon ausgehen, dass man mit solchen Grundglauben aktiv sind, welche zu dem Bereich Nummer 4 und Nummer 5 gehören. Sie sind solche Grundglauben wie zum Beispiel, nur wenn ich gut bin, bin ich etwas wert. Oder ich muss es anderen recht machen, um etwas wert zu sein. Und so weiter und so fort. So, ich werde Ihnen diese Zusammenhänge zeigen, so zwischen Grundglauben und der Lebensmode. Ja? Und nicht zuletzt, und das ist tatsächlich die Verhaltenstherapie. Ich werde Ihnen zeigen, so, welche sind Ihre dysfunktionalen Strategien. Dysfunktionalen Strategien im Sinne von Unterwerfung, Vermeidung und Überkompensation, womit Sie immer wieder diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze oder Grundglauben in sich bestätigen. So, es geht alles um die eigene Gestaltung in der Verhaltenstherapie und daran glaube ich auch. Ja? Ich möchte diese Erkenntnisse oder diese Informationen noch ein bisschen erweitern. Ich wiederhole mich zuerst. Ja? Die Situation ist immer neutral. Ja?
aber die Situation löst oder erweckt immer Grundglauben, so Glaubenssätze in uns. Sie sind in der Vergangenheit verwurzelt. Wie gesagt, so meistens das Verhalten unserer Eltern ist verantwortlich dafür. Ja. So durch die Glaubenssätze, aktiven Glaubenssätze, entwickeln wir unsere negativen Gedanken in den bestimmten Situationen. Dadurch kommen die Gefühle hoch, so die negativen Gefühle durch die negativen Gedanken. Dadurch gesteuert verhalten wir uns meistens dysfunktional und dadurch gestalten wir unsere Welt, unsere Wahrnehmung so, dass der negative Glaubenssatz, das Grundglauben letztendlich bestätigt wird. Bei diesem Punkt möchte ich über die Intuition reden. Ja? Die Intuitionen müssen laut Verhaltenstherapie, zumindest der Therapie, weg. Ja? Das hört sich ein bisschen komisch an. Die meisten Klienten reagieren darauf ziemlich heftig, wenn ich das sage. Aber ich erkläre Ihnen, warum, aus welchem Grund müssen die Intuitionen weg in der Therapie. Die meisten Leute, die meisten Klienten, welche in die Therapie kommen, haben psychisches oder tragen psychisches Leid in sich. Es geht ihnen nicht gut. Sie leiden unter Depressionen oder Angststörungen und so weiter und so fort. Was bedeutet das für mich? Das psychische Leid bedeutet für mich gleich, dass man mit vielen negativen Glaubenssätzen aktiv ist. Diese Intuitionen, die Bauchgefühle kommen eigentlich immer aus diesem Bereich. Ja, so, sie sind eigentlich die Glaubenssätze in uns und sie werden immer bestätigt. Es ist völlig egal, ob die Glaubenssätze positiv oder negativ sind. Sie werden bestätigt. Ja? Und wenn mir zum Beispiel ein depressiver Patient oder eine depressive Patientin sagt, ich höre auf meine Bauchgefühle, weil sie immer richtig waren bis jetzt und so weiter und so fort. Ich gebe ihnen recht, aber ich muss immer darauf hinweisen, dass wenn sie jetzt depressiv sind, wenn es ihnen jetzt nicht gut geht, das bedeutet automatisch, dass sie mit negativen Glaubenssätzen in Verbindung sind oder aktiv sind. Ja? Und sie werden praktisch dadurch so gestalten durch die Strategie, dass sie immer bestätigt werden. So die Kraft der eigenen Gestaltung ist immer dort. Es ist völlig egal, ob man positiv oder negativ denkt. Aber alles fängt dort an. Also, und deswegen, ich sage, ich liebe Intuitionen. Ich bin auch selber ziemlich intuitiv. Bauchgefühle sind gut, aber nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt. Dann sind die Intuitionen eher irreführend. Ja? Und nochmal, ich bin ziemlich spirituell eingestellt. In der Therapie benutze ich immer weniger spirituelle Lehre. Aber hier möchte ich betonen, das heißt konkret und tatsächlich in der Spiritualität trügerisches Ego. Also diese falsche Intuitionen durch negativen Glaubenssätze gesteuert und getriggert. Ja? Man muss während der Therapie bewusst bleiben und bewusst gute Strategien verwenden, auch wenn man dafür keine Belohnung kriegt, ja? Also diese kurzfristigen Vorteile. Man fühlt sich immer wieder unsicher während der Therapie, vor allem am Anfang. Man macht die ersten Schritte, man fühlt sich dadurch unwohl. Aber man muss bewusst daran bleiben. Und dieses Prozess werde ich Schritt für Schritt begleiten mit Ihnen. Ja? Und wir machen das so gut wie möglich individuell und interaktiv. Das ist... Darüber habe ich schon so ein bisschen erzählt, aber Sie sind die
die Basis in der Therapie. Also wir werden uns mit Grundglauben beschäftigen, mit der Lebensmodi, mit dysfunktionalen Strategien. Grundglauben aus 5 verschiedenen Bereichen. So, diese Bereiche sind so die Bindung oder Geliebtheit, Kontrolle, Leistung und Autonomie, Selbstbezogenheit, Fremdbezogenheit und Gehemmtheit bzw. Spontaneität. Wir werden uns mit solchen Erlebensmodi beschäftigen wie verletzbares Kind, verlassenes Kind, wütendes Kind und so weiter und so fort. Und wir werden uns mit verschiedenen dysfunktionalen Strategien beschäftigen und damit arbeiten. So mit Unterwerfung, mit Vermeidung und mit Überkompensationsstrategien. So, der Verlauf schaut so aus, dass ich zuerst diese Grundglauben zeigen werde. Die Grundglauben aus den 5 bestimmten Bereichen, wie gesagt, bei der letzten Seite, ja. Aus dem Bereich Bindung, Kontrolle, Autonomie und Leistung, Selbstbezogenheit, Fremdbezogenheit, Spontaneität und so weiter und so fort. Sie werden diese für sich individuell aufschreiben. So, wenn Sie das merken oder wenn Sie das erkennen in sich, das jeweilige Grundglauben, das schreiben Sie für sich auf. Ja? Bei den nächsten Videos, so Video 6, 7 und 8, werde ich Ihnen Ihre dysfunktionalen Strategien zeigen. So die Unterwerfung, Vermeidung und Überkompensationsstrategien. Bei dem nächsten Video, in dem nächsten Video werde ich zeigen, wie wir verhaltenstherapeutisch daran arbeiten können. So, wir werden für Sie Gegensätze oder Gegensätze im Sinne von guten Strategien formulieren. Sie werden das für sich aufschreiben und wir werden sehen, wie Sie zuerst kleine Schritte machen können in dem Sinne. Ja? Aber das werde ich Ihnen Schritt für Schritt später noch erklären. Ja. Wir arbeiten auch mit der Gedankenebene, so das ist der kognitive Teil der Therapie. Ich werde Ihnen zeigen, wie man die kognitive Umstrukturierung macht. So, Sie holen durch konkrete Beispiele, Sie holen praktisch für sich konkrete Situationen vom Alltag und dort werden wir danach suchen und danach gucken, so mit welchen negativen Gedanken und mit welchen negativen Glaubenssätzen sind Sie aktiv in der jeweiligen Situation. Dann werden wir die negative Gefühle aufschreiben und dann suchen wir fleißig und intensiv nach Alternativgedanken zu der jeweiligen Situation. So, wir versuchen bei diesem Teil so die Sichtweise ein bisschen zu erweitern und diese Neutralität zu fördern. Wir werden auch mit den Glaubenssätzen arbeiten. Wir werden neue Glaubenssätze für sich formulieren, individuell. Das ist ein bisschen heikel. So, der Bereich ist ziemlich empfindlich. So, dort muss man tatsächlich fein mit der Sache umgehen. Ja? Das bedeutet so, wenn ich zum Beispiel wieder das Grundglauben erzähle und sage so, ich bin wertlos und überflüssig. Dort darf man nicht so grob und aggressiv den Gegensatz, das neue Grundglauben formulieren für sich. Das bedeutet, ich muss nicht unbedingt sagen, dass ich bin wertvoll und gebraucht, weil wahrscheinlich entwickelt sich großer Widerstand in uns dagegen. Ja? Und das Ziel ist nicht, dass der neue Glaubenssatz von unserem Verstand gleich rausgespuckt wird, sondern ich muss so formulieren, dass es zumindest auf der rationalen Ebene akzeptabel bleibt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe auch Werte oder es gibt auch ein paar Leute, ein paar Menschen, welche mich mögen oder welche mich brauchen, das ist dann schon in Ordnung. Ja? Also so werden wir die neuen Glaubenssätze formulieren für Sie. Ja? Im nächsten Video werde ich Ihnen über die substanzunterstützte Psychotherapie erzählen. So, das ist eine ziemlich neuartige Sache. Wir können die Psychotherapie mit psychedelischen Substanzen unterstützen. Psychedelische Substanzen sind zum Beispiel LSD, Psilocybe, Mescalin
oder Ketamin. Ketamin verwenden wir in der Praxis, das dürfen wir benutzen. Ja. Was ist das Ziel damit? Wir können mit psychedelischen Substanzen über eine gewisse Zeit die Gefühlsebene beruhigen. Dadurch, dass die Gefühle beruhigt sind durch psychedelische Substanzen, sind die Blockaden weniger in uns. Was bedeutet das? Ich kann funktionale Strategien im Sinne, oder was wir während der Therapie thematisieren, besser umsetzen. Ja? Weil es passiert oft und das sehe ich leider ganz oft bei den Klienten der Psychotherapie, dass man macht alles mit, man schreibt auf, man kriegt diese Hinweise, man weiß Bescheid, was man machen sollte und so weiter. Wir machen Gedankenumstrukturierungen, aber das bleibt alles nur Theorie. Ja? So, man versteht das zwar mit dem Verstand, aber man kann davon nichts umsetzen, beziehungsweise man kann sich für neue Denkweise, für alternative Denkweise nicht mehr öffnen. Zum Beispiel bei schweren Depressionen oder bei schweren Angststörungen. Ja? Und das ist eigentlich die Grenze die Grenze der Psychotherapie. Die meisten Leute oder viele Leute, welche einen Therapeuten aufsuchen oder Psychologen, sind schon zu weit. Ja? So das Leid und die Ausprägung der negativen Gefühle sind schon zu stark. Schwere Depressionen zum Beispiel. Ja? Und man kann dann nicht mehr nur therapeutisch arbeiten. Ja? Ich sage das immer ganz klar den Klienten, wenn ich das merke. Und dann muss man einfach auch so ein bisschen psychiatrisch und mit biologischen Therapien arbeiten. Ob es jetzt dann Medikamente sind oder Ketamin oder im Rahmen von einer stationären Behandlung, so Magnetstimulation und so weiter und so fort. Das ist unterschiedlich, ja. Aber die Psychotherapie hat ihre Grenzen, ja. Und ich werde Ihnen auch zeigen, wie man Gefühle auch gut beruhigen kann. So, das ist nicht der wichtigste Teil dieser Therapie. Die meisten Leute kennen schon so verschiedene Entspannungsübungen. Aber das machen wir auch einmal. So wie man negative Gefühle zum Beispiel allein oder alleingelassen auch gut beruhigen kann mit Imagination, mit Vorstellungsreise. Und ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich werde ich noch ein Überraschungsvideo machen am Ende. Ja. Ein bisschen Augenöffner. Das wird dann für die ganze Gesellschaft. Gucken wir, was davon wird. Ja. So. Ich rede immer über diese zwei Ebenen. Ja, so die Ebene vom Ego oder Verstand, das ist unsere Komfortzone. Dort befinden sich auch unsere negativen Glaubenssätze oder Grundglauben. Das ist unsere graue Substanz, letztendlich anatomisch. Und es gibt die andere Ebene, so das ist unser Bewusstsein, unsere Seele. Dort befinden sich unsere wahren Bedürfnisse und das ist biologisch betrachtet unser limbisches System. Und das Ziel ist, oder unsere Arbeit geht darum, dass wir praktisch von diesem Bereich Richtung dem Bereich fahren, ja, und Schritte machen. Ja. So jedes Mal, wenn ich durch meine Strategie diesen Bereich verlasse, so unsere Komfortzone, spüre ich Blockaden in mir. So diese Ängste, Unsicherheit, das ist eigentlich unser innerer Teufel. So der Teufel ist nicht unser Ego oder unser Verstand, unser Gerätteteil und auch nicht unsere negativen Glaubenssätze, sondern das ist der Teufel in uns. So die Blockaden, die Angst. So, das muss ich durchbrechen. Ja? Während der Therapie kriegen Sie konkrete Hinweise, was Sie machen sollen. Sie kriegen auch so diese Informationen, womit Sie rechnen müssen, wenn Sie die Komfortzone verlassen. Ja? Worauf müssen Sie verzichten im Sinne von Belohnung? Ja? Und das ist eine schöne Arbeit, nicht immer leicht,
aber man kann vieles erreichen und das bezeichne ich oft wie unser Weg praktisch, der Weg der Erleuchtung oder unser Pfad oder die Umwandlung. Ja. Das machen wir dann in nächster Zeit in den nächsten Videos. Es wird dann voraussichtlich insgesamt 15 Videos sein. Sie können diese Videos und das ganze Programm, das ganze Projekt durch unsere Homepage erreichen. Also unsere Homepage ist www.temperderseele.com. Es freut mich für Sie. Und ich hoffe, dass wir Ihnen mit diesem Projekt viel helfen können. Ja? Wiederschauen.